Ladies and Germany, oft habt ihr es angefragt, wie ziehe ich eigentlich meinen Eyeliner? Genau das will ich euch heute zeigen. Aber nicht nur das, sondern noch viel mehr. Denn es geht gar nicht so darum, wie man den Eyeliner macht, sondern warum man ihn so macht, wie man macht. Denn jeder Strich macht einfach den kompletten Unterschied. Und darüber will ich heute mit euch reden. Ihr kennt ja meine Videos, ihr wisst, ich stehe drauf, wenn meine Augen so eine Cat-Eye-Form haben. Denn meine Augen sind überhaupt nicht Cat-Eye-mäßig und ich liebe das. Ich liebe das ja ganz, ganz doll und deswegen habe ich auch schon sehr, sehr früh angefangen, mir damals Eyeliner zu ziehen, ich glaube mit 13 und habe das wirklich viele, viele Jahre durchgezogen. 2020 habe ich es komplett aufgegeben, generell das Schminken und ich habe gemerkt, selbst ich habe es nach so vielen Jahren Training auch ein bisschen verlernt. Also verzweifelt nicht, es ist alles wirklich Übungssache. Es geht darum, dass ihr herausfindet, was für euch am besten funktioniert. Und vielleicht kann ich ja heute ein bisschen helfen mit dem, wie ich es mache. Oder? Ich kann euch sagen, zu meinen Augen generell, die sind ein bisschen schlupfig. Ein bisschen schlupfig unterwegs. Das wird mit dem Alter auch wirklich nicht besser. Generell ist mein Auge so auf derselben Höhe. Also es ist jetzt, dieser Bereich und dieser Bereich ist schon gleiche Höhe. Es gibt aber auch Menschen, die haben das hier ein bisschen höher. Das heißt, ihre Augen sind so ein bisschen mehr, ja, in dieses Katzenförmige. Und das ist auch genau mein Vibe. Also ich liebe dieses Katzenförmige. Und deswegen arbeite ich auch immer meinen Eyeliner und meine Schminke und alles so, dass ich im Endeffekt so aussehe. Obwohl, das ist wahrscheinlich ziemlich rassistisch. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man hier so ein Cat-Eye hat, okay? Man kann es aber auch ganz anders arbeiten. Und ich zeige euch heute, wie ich es bei mir niemals machen würde. Den Eyeliner, den ich euch zum Schluss zeige, wie ich es jetzt letztendlich mache, das ist wirklich mega, mega. Denn es ist für Schlupflider geeignet. So, ihr seid dran auf den Milli. Und ich zeige euch jetzt an diesem Auge, wie ich es niemals machen würde. Es ist jetzt ein bisschen komisch, weil so habe ich es natürlich dann auch noch nie gemacht. Aber ich zeige euch auch, was das einfach für Unterschiede macht, okay? Was ich zum Beispiel nicht mache, ist, den Eyeliner bis hier hinten durchzuziehen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Augen dann näher zusammenstehen und irgendwie sind die ja schon ziemlich nah. Also werden sie jetzt noch näher. Sehr komisch aus, oder? Und weil es natürlich auch die ganze Augenform betont. Also jetzt folge ich wirklich einfach nur meiner Augenform. Seht ihr das? Ist das nah genug? So besser? Ich habe euch gar nicht erzählt, was ich für einen Eyeliner benutze und den will ich euch sehr gerne zeigen, weil ich liebe den. Der ist von Essence. Ich benutze einen Liquid Eyeliner. Ich weiß, jeder sieht das anders. Ich habe es mit Filz probiert, das finde ich absolut beschissen. Ich hatte den von Fenty, der 20 Euro kostet. Da gehe ich lieber zurück zu dem von Essence. Der kostet 2 bis 3 Euro, der ist waterproof, der hält, der bröckelt nicht ab. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr einen Eyeliner zieht und dann an manchen Stellen fehlt nach einer Zeit irgendwas. Nee, das macht er nicht. Seht ihr, was da passiert? Es unterstreicht wirklich nur meine Augenform und macht nichts weiteres. Nicht besonders beautiful. Deswegen, ich mache jetzt meinen Wing dran und hoffe, es wird besser. Dadurch, dass der Wing jetzt so ein bisschen nach unten abfällt, ne, habe ich persönlich das Gefühl, das drückt auch mein Auge runter. Also ich finde das nicht besonders vorteilhaft. Seht ihr, was ich meine? Und jetzt, umso dicker ihr den Eyeliner zieht, ich finde, das so schlimmer wird's. Ich werde ihn jetzt ein bisschen verdickern. Also ist er jetzt schon sehr dünn. Das verbinde ich einfach wieder. So, jetzt habe ich es noch ein bisschen extremer gemacht. Aber das ist ja wirklich, wie die meisten Leute ihren Eyeliner ziehen. Die hinterfragen gar nicht, wieso, weshalb, warum, sondern ziehen ihn so. Und ich persönlich finde das für ein Auge wie meins absolut nicht vorteilhaft. Deswegen mache ich jetzt hier auf der anderen Seite so, wie ich es wirklich mache. Und zwar der Trick, ich hole euch ran, weil jetzt müsst ihr echt aufpassen. Denn ich habe viele Jahre daran gearbeitet, den richtigen Weg zu finden und den einfachsten Weg. Und der Weg, der am wenigsten die Nerven strapaziert. Und für mich persönlich ist es dieser. Ich fange immer erst mit dem Wing an. Denn der Wing entscheidet alles. Wenn der Wing
zu tief ist, sieht es traurig aus. Also es geht in so eine Richtung. Wenn der Ring zu hoch ist, dann verschwindet er einfach immer im Schlupflied. Deswegen ist das wirklich die größte Challenge, den Ring richtig zu setzen. Das könnt ihr ja schon ein bisschen abmessen, ne? Wie ihr da rauskommen würdet. Und mache damit erstmal den ersten Strich. Ich lege meine Hand auf mein Gesicht ab, damit die stabil ist. Und falls ihr generell vielleicht ein bisschen nicht so straffe Haut habt, könnt ihr auch hier jetzt so ein bisschen leicht anziehen. Dann fällt es einem auch noch mal ein bisschen leichter. Und dann... setze ich hier den ersten Strich. Und der erste Strich, der sollte nicht nach unten weggehen, der sollte gerade sein. Und das war's auch erstmal. Jetzt weiß ich nicht, steht ihr auf lange oder kurze Eyeliner? Ich mag so ein Mittelding. Für mich ist das aber auch schon lang. Okay? Jetzt kommt die Verbindung. Das nächste Problem ist nämlich, oder nicht das nächste Problem, aber um das so cat-eyeig wie möglich zu machen, ziehe ich den Eyeliner nie durch. Also er endet auf der Mitte meines Lides. Und da muss man halt jetzt auch erstmal rauskommen, ne? Das ist schon wichtig. Also auch wieder hier ein bisschen abpassen. Wenn ich jetzt hier so male, komme ich da raus. Ja, kann man machen. Arbeitet ihn aber auch nicht zu dick, sonst wird er gefressen von eurem Schlupflied. Denn, was ihr jetzt zum Beispiel sehen könnt, hier beginnt das Schlupflied. Seht ihr diese Falte? Und natürlich sollte der Eyeliner jetzt nicht wild da drüber fahren. Nie. Also benutzt die Line, wie heißt denn das? Nutzt die Line. Also diese Line, um darauf jetzt wirklich alles aufzubauen. Also ich ziehe mir das wieder so leicht straff. Ich hoffe, ihr seht das gut. Und jetzt? Es ist noch nicht ganz Mitte des Auges, ein bisschen weiter drunter, ne? Combine. So könnt ihr das fröhlich ausmalen. Müsst halt ein bisschen gucken, dass ihr da jetzt nicht über den Rand malt. Sieht immer noch leicht komisch aus. Und deswegen werde ich ihn noch ein kleines Stück verlängern. Also was mich jetzt hier stört, ist diese Area. Aber ich habe ja noch einen Millimeter, habe ich ja noch bis zur Mitte. Und den werde ich jetzt nutzen, den Millimeter. So wäre halt perfekt, ne? Und so ist die Wahrheit. And that's it. Seht ihr den Unterschied? Welten, oder? Ich muss gestehen, er ist mir nicht bombastisch gelungen. Aber... was ich will, ist, er verschwindet nicht im Schlupflied, haben wir geschafft, und er macht meine Augen ein bisschen mehr cat-eyeig. Der Wing gefällt mir halt gar nicht. Aber eigentlich ist es schon okay, ist schon meckern auf hohem Niveau. Also ich merke hier unten, jetzt müsst ihr halt ein bisschen genauer hingucken, ne? Ich hole euch ran und hoffe, ihr seht's. Aber hier unten, der macht so einen Hup, ganz, ganz leicht. Mutter Maria, Baby. Deswegen würde ich jetzt hier unten noch mal ein bisschen tiefer ansetzen. Und das ausbessern. Das gefällt mir um einiges besser. Ich wünschte, der Unterschied würde man krasser sehen. Ich glaube, von der Länge sind die schon gleich jetzt, ne? So, wenn ihr jetzt die beiden Augen vergleicht, ja, dann seht ihr doch, dass hier viel mehr Lid ist. Viel mehr Lid, weil der Eyeliner nicht bis hier unten hingezogen wurde und einfach auch viel, viel dünner ist. Also er wird hier von dünn bis halt ein bisschen weiter. Und das ist es eigentlich auch schon. Die größte Challenge ist, finde ich, hier richtig den Winkel zu setzen, dass man sich halt nicht in die Falte reinfährt. Aber das ist auch Übungssache. Und ich sage euch eins, es ist viel einfacher, diesen einen Strich wegzumachen und wieder neu zu machen, als hier anzufangen und dann zu merken, die ganze Scheiße läuft in die falsche Richtung. Beziehungsweise es ist halt nicht so, wie ich will und ihr müsst alles wieder abschminken. Ist alles auch kein Hexenwerk, ne? Aber... ich finde, es macht schon einen krassen Unterschied. Aber das zum Beispiel macht das Auge auf jeden Fall größer. Und that's it mit dem Video. Wie macht ihr am liebsten euren Eyeliner? Was ist euer Favorite-Liner? Da scheiden sich nämlich wirklich weltweite Geister.
Schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr noch einen sucht, der wirklich gut ist, ich finde den 1A. Danke fürs Zusehen, ihr süßen Mäuse. Bis dann, haut rein. Peace.